Leute, heute ist Bogentag. Ich nehme euch mit auf den Bogenparcours Hohenkammer und ich sage euch, es wird geil. Ich teste meinen brandneuen Bogen, erkläre euch ein bisschen, wie Bogenschießen funktioniert. Los geht's. Nächstes Ziel ist eine Schildkröte, die ist genau da. Die ist ungefähr so 8 Meter entfernt. Ich muss ja sagen, die nahen Ziele sind viel schwieriger zu treffen als die fernen Ziele, weil man sehr weit drunter halten muss. Und das ist irgendwie kacke. Aber schauen wir mal. Ich habe gerade schon einmal geschossen und war leicht drüber. Gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Jetzt habe ich korrigiert und bin leicht drunter. Der nächste Pfeil trifft. Das war ein Treffer, aber nicht 100% perfekt. Korrigieren wir nochmal und machen es nochmal von vorn. Und da ist er, der perfekte Treffer. Ja, Freunde, so sieht ein realistisches Ergebnis aus, wenn man das erste Mal wirklich schießt. Schaut mal her. Die Pfeile sind perfekt in einer Linie. Da ist noch einer und dann die drei. Aber jetzt in Summe nicht besonders gut geschossen. Aber das heißt, meine links und rechts ist gut. Die Pfeile weichen eigentlich nahezu überhaupt nicht von der Linie ab. Die sind perfekt in einer Flucht. Aber ich habe meine Höhe noch nicht gefunden. Mein erster Schuss, der ging drüber. Mein zweiter Schuss ging, glaube ich, drunter. Dann habe ich ein bisschen nach oben korrigiert. Da habe ich hier den oberen Teil des Panzers getroffen. Und dann habe ich ein bisschen nach unten korrigiert und der ging perfekt in die Zehen rein. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich für jede Distanz, für jedes Ziel die richtige Höhe für meinen Bogen finde. Und dann kann man auch vernünftig schießen. Übrigens, wenn ihr Pfeile zieht, zieht die immer mit eurem Nicht-Schussarm raus. Warum? Weil auch das Rausziehen natürlich die Muskulatur belastet. Wählt da den Arm, mit dem ihr im Endeffekt nicht schießt. Ich bin Rechtshänder, also ziehe ich die Pfeile mit dem linken Arm. Das spart Kraft und die brauchst du im Bogenparcours, wenn du einfach mal 100 oder 200 Pfeile am Tag schießt. Denn umso mehr Kraft du hast, umso besser triffst du auch. Und wenn ihr die Pfeile gezogen habt, macht die einfach noch mal so ein bisschen sauber. Ich klemme die da so mir einfach so im Schritt rein und wisch die ein paar Mal ab, dass einfach keine Erde vorne an der Spitze hängt, weil auch das verfälscht das Flugverhalten. Und das wollen wir ja nicht. Merke, immer mit einem sauberen Pfeil in den Kampf ziehen. Lang genug gequatscht. Schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Das war ein guter Schuss. Die Höhe ist gut. Das passt. Sehr gut. Seht ihr da hinten? Da ist so ein Dickhornschaf. Das ist wie so ein Muffel. Schöner Wetter. Pirschen wir uns mal an. Beim Pirschen müsst ihr immer beachten, schön langsam gehen, das Ziel niemals aus dem Auge verlieren und immer über den Ballen abrollen. Achtet drauf, wo ihr hintretet. Kleine Äste verraten euch. Ein Knack und der Witter springt ab. Versucht dabei immer schön in Deckung zu bleiben und auf jede Reaktion von dem Tier zu achten. Sollte es zucken, bleibt stehen, verharrt. Bis es ganz normal weiter äst. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Position gefunden. Ich bin so knapp
18 Meter entfernt. Kann mich hier vernünftig hinstellen, habe eine leichte Deckung durch den Baum. Werde jetzt den Schuss antragen. Volltreffer. Der Schuss hat zwar voll getroffen, aber ist jetzt auch nicht perfekt. Perfekt wäre es ungefähr hier so in dem Bereich, weil dann der Pfeil halt wirklich in die Kammer gehen würde, sprich im Herz-Lungen-Bereich. Hier so in diese Zielzone. Der Pfeil würde jetzt hier so durchgehen und schief vorne wieder rauskommen. Das heißt, ja, Herz-Lunge wäre jetzt auch getroffen, aber wie gesagt, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich möchte euch mal was zeigen. Schaut mal her. Ich habe den Dachs jetzt auf ungefähr 25 Meter beschossen. Hier hätte ich hinschießen wollen. Ich habe genau drüber geschossen. Klar, ich habe jetzt hier wieder ein bisschen Unterschied. Das heißt, ich habe meine Höhe nicht genau gefunden. Aber das war das erste Mal, auf ein bisschen größere Entfernung zu schießen. Aber schaut mal her. Jetzt kommt das Interessante. Die Pfeile stecken aneinander. Das heißt, der Streukreis ist quasi nicht vorhanden. Das ist schon mal gut, weil das zeigt, dass ich konstant schieße. Aber guckt mal her, seht ihr, die Pfeile, die stecken unterschiedlich tief drin. Das kann jetzt sein, dass vielleicht die Matte hier schon ein bisschen mehr durchgeschossen ist bei dem Pfeil, bei dem weniger. Es kann auch sein, dass der eine Pfeil ein bisschen auf den anderen geprallt ist. Das kann aber auch sein, dass meine Schussposition nicht richtig war. Dass ich mit meinen Schultern nicht richtig eingehakt war, sondern ein bisschen schon nach vorne gezogen war und somit der Bogen einfach ein bisschen Bums verloren hat. Ich schaue mir immer meine Schussbilder genau an, weil die verraten mir ziemlich genau, was ich für Fehler mache. Und ja, ich mache ständig Fehler. Wenn ihr die Pfeile rauszieht, checkt immer noch mal die Nocken ab. Nicht, dass sie irgendwie angebrochen sind, weil das könnte einen Leerschuss verursachen. Und ein Leerschuss macht euren Bogen kaputt. Aber es wäre doch gelacht. Jetzt schießen wir noch mal einen richtigen. Auf jeden Fall bis jetzt die beste Kuppe für heute geschossen. Leck mich doch am Arsch. So Freunde, let's talk about Bogenschießen.